Hey Leute, was geht? Hier sind Julian und Julius und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Squad Builder Battle auf unserem Kanal. Heute zum 25x83 Plus Pack und wir hoffen, dass wir daraus unseren Starspieler in Form eines Level-Up-Spielers ziehen, ne? Ja, hoffen wir zumindest. Ob sich's bestätigen wird, sehen wir gleich. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, schreibt uns in die Kommentare. Hat sich dieses Upgrade für euch gelohnt? Habt ihr es überhaupt gemacht? Und dann würde ich sagen, 3, 2, 1, jetzt geht's raus und zieht's ein Level-Up-Spieler. So ist es. Es werden ja eh erstmal Goldkarten angezeigt. Finde ich eine extrem geile Erfindung von EA. Ja, es ist auch so sinnlos. Bei den Tradable Packs werden die Eventkarten angezeigt, aber bei den Untrade Packs nicht so nach dem Motto, kauft mal lieber unsere Tradable Packs oder so, die absoluter Scam sind, by the way. Es gibt ja die Theorie, dass auf Accounts, auf denen man ewig nicht mehr unterwegs war, das Pack-Luck höher ist. Die kann ich jetzt hier nicht bestätigen, dass mein Road to Glory-Account von vor ein paar Monaten, als ich noch öfter gestreamt habe. Mein Starspieler wäre hier damit groß. Den habe ich allerdings leider nicht auf dem Aufnahme-Account als 97er. Damit ist das ziemlich sinnlos eigentlich. Was hast du? Ich habe auch keinen. Sollen wir nochmal eins machen auf einem anderen Account? Oder sollen wir das andere Shop-Pack noch machen? Ja, vielleicht das andere Shop-Pack. Und damit doch herzlich willkommen zu einer anderen Video-Idee, Freunde. Wir machen nämlich ein SPW um das Premium-Wiederholungspack. Das wollten wir schon die ganze Zeit machen, aber ich würde sagen, FIFA-Points sind es einfach. Ja, so. Von daher, komm, ja. EA, ein Zwambo für euch. Diesmal können auch Helden drin sein, aber die Helden will eigentlich zu dem Zeitpunkt kein Mensch mehr ziehen. So ist EA es. Macht es wirklich super. 3, 2, 1, let's go. Genau. Und ja, wie immer, Finger weg von den Shop-Packs für FIFA-Points. Genau, und einen von den Spielern bauen wir ein ins Team und einen Undercover. Also einer ist unser Starspieler und einer muss dann noch so eingepflegt werden, ne? Genau, genau. Ich sage jetzt einfach mal nicht, wer rausläuft, weil man kann ja auch den niedrigeren Spieler als Starspieler noch nehmen. Wir gucken hinten rein und es ist... Ja, das ist krass. Okay. Mein Starspieler ist Balde vom FC Barcelona. Und meiner Samba vom RC Lenz. Alter, krass. Alles klar, so viel dazu, dann sehen wir uns. Ja, ja. So, Julius, pack mir mal deine ZMs rein zuerst. Die meine 433. ZMs. Der Klassiker. Hast du da ein paar La Liga Atzen oder? Einen. Okay, was noch? Bundesliga und Serie A. Okay, dann kann ich ganz, ganz tief durchatmen und pack hier Fabian rein. Fabian! Und Renato und Vitinha, die drei Männer von schade. Paris. Okay, Top da war ich dann leider in der falschen Ecke. Passiert den Besten. Bei dir bitte Außenverteidiger und rechter Flügel. Zweimal Ligue 1, hast du da was auf dem Brett? Ja. Nuno Tavares, Fabio, nicht Fabian, sondern Fabio, meiner ist cooler. Und rechter Flügel, ne? Mhm. Das ist eine Icon, Garincha. Nice. Hab alle drei auf keinen Fall. Toko, ja, Ekambi, Karl, Frankowski und Klaus. Torhüterrunde und ich hätte noch deinen Stürmer ganz gerne mal gesehen. Stürmer, okay. Torhüter, the one and only, Meslier, die Legende. Ich hätte ihn fast aufgeschrieben, ich schwöre. Ja, aber wieso? Einfach so, einfach so, der ist mir auch wieder in den Kopf gekommen. Sehr random gekommen, ja. Aber ja, nice. Und im Sturm Herro, Morientes. Ah, hab eine Icon, Torres. Ah, nice. Starspieler ist übrigens bei mir auch immer noch nicht drin, bei dir bis jetzt ja auch nicht, ne? Nee. Kommt er im Sturm? Nope, aber ich sag mal so, ist der größte Top-Star von mir, Cristiano Ronaldo, heute in meinem Team, Moments. Und willst du dann auch noch den linken Flügel, habe ich das richtig verstanden? Ja. Da ist dann Frankowski, nicht Lewandowski, sondern Frankowski. Nein, ich habe den Hund ja auf dem rechten Flügel aufgeschrieben. Und jetzt habe ich im Sturm von Al-Nasr Talisca. Was? Und auch sehr random. Wegen den Brasilianern und dann noch Martinelli. Ja, okay. Oh, Ronaldo, ich sag mal, geht's denn noch ganz gut? Der kostet 1,3 Millionen? Psst.
Das werden wir nicht erwähnen in dem Video, dass der so günstig ist. Der ist 10 Millionen wert, Bro. Jetzt hätte ich gerne deine Abwehr im Team. Meine Abwehr. Ist da der Starspieler? Die ganze Abwehr. Ja. Ja, na klar, ist der da. Okay. Okay. Und ist das eine Tots-Karte? Nee. Nein. Es ist einmal Konaté Road to the Knockouts. Hast du jetzt 3 Tots-Karten? Ja. Dann habe ich Rechtsverteidiger Hierro Shapeshifter. Und meine Karte gezogen ist Trophy Titan Icon Blanc. Oha. Krank, oder? Was kostet 100, der noch? 110.000 Münzen. Krassinger. Nee, ich habe Klaus, Saliba und Koundé. Koundé wäre krass gewesen. Saliba und Klaus wären so klassische, brüchige Tots-Karten. Ja, das stimmt. Bei dir, das Mittelfeld geht auch nicht anders. Jupp. Was hast du für Karten drin? Warte, ich stelle erstmal rein. Alles ist eigentlich gut. Dumm, dass ich die genommen habe, aber ja. Okay. Ja, 3 Tots auch. Ja, es ist richtig dumm, weil das ist nicht mein Starspieler. Aber ich habe trotzdem zwei so 92er Tots-Karten genommen. Und zwar Sissoko, Seedorf als Icon nochmal und Fofana nochmal als Tots-Karte. Naja, ich dachte nicht, dass du dich hier ein Full-League-Team baust, mein Bester. mach ich doch gar nicht. Ich habe eine zweite Liga drin mit Ronaldo. Kimmich, Petri, Bernardo Silva. Und dein Typ ist immer noch nicht drin, oder was? Nee, mein Typ ist immer noch nicht drin. Alles klar. Aber ich glaube, jetzt wird's kritisch. 2 Spieler fehlen noch. Und die hätte ich jetzt gern mal gesehen bei dir. Komm. Ja, ich glaube, der linke Flügel ist auf jeden Fall weg, weil Footbin die so geil immer anzeigt. So kann ich mir gut vorstellen. Diogo Jota. Was sagst du zu dem? Der ist weg. Ja, das war klar. Der war aber gar nicht mal so weit oben. Erstmal haben die mir hier Mbappés und einen Haufen Heroes vorgeschlagen, aber du hast ja schon alle Hero-Spots und Icon-Spots. Ja. Und rechter Flügel, Diaby. Der rechte nicht. Ja, da habe ich Olise. Der hätte auch ziemlich gut reingepasst. Ja, sinnlos. Okay, bei dir, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es da jetzt nur diese eine Möglichkeit gibt, aber könnt es mir vorstellen. Was hast du denn für eine Nation? Brasilien. Und was für eine Liga? Serie A. Scheiße. Ja, Danilo und Bremer. Ah, ja. Mann. Ja, ja, ja. Das ist bitter. Ja. Das ist bitter. Sehr, sehr schade. Junge. Immerhin Mortimer. Dieser Ronaldo, Alter. Oh, Junge, was ist denn hier los? Ach, mir ist wieder eingefallen, kann was hier los ist. Werden. Na. Es ärgert mich, dass ich Guambo hinten habe. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Der hat eher Offensivqualität. Ja. Oh, ich hole diese Abwehr ist wirklich crazy. Scheiße. Ja, ja. Oh, oh. Bartolomeo. Oder wie der heißt. Ja. Boah. Ja, nur eine Frage der Zeit. Und dann noch Mortimer, Alter. Junge, wie gut hat er den genommen? Boah, Junge. Geil, ist das krass. Kann ich das nochmal sehen, bitte? Da fehlt jetzt einer. Ja, da bist du doch. Geht man selten, die Finesse. Ja, ich hol mir den nur für den Main. Ah, Bruder. Ob der das reingeht. Jo. Alter. Der war saftig. RIP. Nee. Ah, wenigstens eins. Fofana, Junge. Mortimer. Das ist ja lächerlich. Ja, gut. Das war absehbar mit der Abwehr. So, wir kommen zum Abstoßen. Wir wollen jetzt hier doch alle den Ronaldo baden gehen sehen. Nicht. 5 Stück. Also behalten darfst du deinen Stürmer schon mal. Wer ist das? Cool. Doucouré. Okay. Ey, warte mal, warum sage ich dir das? Ja, okay. Ja, nee, du darfst ihn dann nicht mehr nehmen.
Ja. Ja, den darfst du behalten, ja. Ich räume hier schon mal die Bank leer, weil da kommen ja gleich 5 drauf. Sonst verliere ich da den Überblick. So, jetzt darfst du, Großer. Boah, ich habe gar keinen Bock. Ich habe da auch so teure Karten drin, Digga. Also. Ja, behalten darfst du auch den linken ZM. Okay, ich mache die dann immer schon mal aus dem Team raus. Ja. Sissoko wird es dann damit auch nicht. Ist auch nicht so viel wert. Perfekt. Viel wert, ja. Rechter Flügel darfst du auch behalten. Profana. Genauso scheiße wie Sissoko. Ja, komm, dann nehmen wir doch den linken Flügel. Dann habe ich den Sturm. Okay, okay, Ronaldo. Ah, Ronaldo ist safe. Ronaldo ist safe. Gott sei Dank, Alter. Ja, okay, dann komm, ich stoß die ganze ab. Ja, machen wir es kurz jetzt. Jetzt ist es egal. Wobei, du hast auch noch Seedorf? Ja, egal ist es nicht. Du hast Seedorf, Garincha, Frankowski, Tavares, den kriege ich auch nicht mehr. Und Fabio getroffen, das ist geisteskrank. Okay. Das ist fast 1 Million an Münzen, glaube ich. Und wen du nicht getroffen hast jetzt noch, ist Samba und Quanbo. Von allen, Alter. Wirklich. Geil. Quanbo. Ja. Männer, ich mache eine SBC. Joa, ich habe das jetzt mit 80ern aufgefüllt. Ich mache jetzt Tichy Savanier mit den 5 Spielern. Das ist einfach immer noch ein 88er-Team. Und das allein schon zeigt, wie krank das ist, was ich heute hier discarden muss. Danke nochmal für nix an Bremer und Danilo, die 2 Stinkstiefel, ohne die ich das niemals so hoch verloren hätte, sage ich jetzt mal. Legende. Und ja. Macht's gut. Ich hoffe, ich habe jetzt wirklich genau die da rein, weil bei 5 verliert man auch echt mal den Überblick. Und herzlich willkommen, Tichy Savanier dafür. Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Mitleidsdaumen für mich da, checkt hier noch ein anderes Video ab und dann macht's gut, haut rein und ciao. Ciao.